So, no, Freunde. So, heute machen wir wieder mal ein Reaction-Video. Und zwar auf der günstigste Kastenwagen aller Zeiten. Also es geht um ein Wohnmobil-Van, ein Kastenwagen-Van. Ja, eine Reaction auf das Video von German Television. Und ich würde sagen, wir starten mal rein und schauen uns mal an, um was es sich hierbei handelt. Los geht's. Der günstigste Kastenwagen aller Zeiten, 29.990 Euro. Also, der günstigste Kastenwagen aller Zeiten, 29.000. Inklusive Klimaserie, das Ganze auf Citroën. Und der ist jetzt ein bisschen voller gepackt. Der ist auch deutlich ein bisschen über 30.000 Euro. Das ist der absolute Hammer, ja. Der Sunny 540. Und mal ganz ehrlich, für das Geld, da gibt es noch nicht mal. Ja, aber ich sag mal, selbst ein Kastenwagen für 30.000 Euro, das ist ja ein Megapreis, ne? Auf Citroën. Ja, sollte man sich doch mal sofort zulegen, denn so günstig bekommt man die heutzutage nicht. Das ist ein Selbsthausbau oder irgendwas. Und der hier kostet, wie er hier steht, 32.690 Euro. Neu. Ja, ich kann es gar nicht. Ja, Sunny Citroën. Und wie ihr wahrscheinlich auch seht oder gesehen habt, das Ganze ist wahrscheinlich auf 5,40 Meter Länge. Also perfekt für die Stadt, um auch in der Stadt zu fahren. Fassen. Und wie gesagt, 29.990 Euro. Die Leute rennen hier rein und raus. Also es gibt ein Rieseninteresse für dieses Auto. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir gehen am besten mal kurz rein. Du stehst mal hier drin. Du sicherst mal ganz kurz das Auto. Ich gehe mal drum rum, zeige mal. Es sind sogar Türen mit dabei bei dem Preis. Und ein Bett ist dabei, ein riesen Stauraum ist mit dabei. 29.000. Ja gut, ein riesen Stauraum. Es ist ein normaler Stauraum halt unter Bett, ne, sag ich mal. Also riesig ist der Stauraum nicht, aber vollkommen ausreichend. Und man sieht halt natürlich auch schon an den Hecktüren, dass da gespart wurde. Also das sind keine Fenster eingebaut. 1.990 Euro für einen ausgebauten Campervan. Das ist unglaublich, ja. Also es ist wirklich. Irgendwo muss der Preis herkommen, genau. Ne? Also von daher schon genial. Unglaublich umlagert. Ganz großer Stauraum hier mit dabei. Das Ganze auch ordentlich isoliert, wie man sieht. Und wir schauen mal ganz kurz rein. Hey, ein Kühlschrank ist auch dabei von Dometic. Ein Kompressorkühlschrank. Ja, vor allem von beiden Seiten zu öffnen, also der Kompressorkühlschrank von Dometic. Krass. Von beiden Seiten zu öffnen, oder? Beiden Seiten zu öffnen, der da ist. Ja, ja. Wunderbar. Und dann hast du. Ich komme über den Preis. Ja, das finde ich halt immer genial. Man kann ihn von außen öffnen, wenn man draußen gerade sitzt, und man kann ihn von innen öffnen. Also man muss hier nicht umständlich außenrum gehen. Finde ich ein geniales Konzept. Ist nicht weg. 29.990 Euro. Dann hast du eine Toilette mit dabei, eine Duschkabine mit einer Tedford-Kassettentoilette mit drin, die so sogar richtig groß ist. Ja, richtig groß. Also perfekt für meine Beine auch. Ja, das Fahrerhaus hier oben, hast du noch Ablagen mit drin. Ja, wirklich, also die Dusche oder das Bad sieht recht gut aus. Eine Kassettentoilette, ja gut, wenn man eine Glissana will, kann man sich auch eine Glissana-Einschweißtoilette einbauen lassen. Das lässt sich ja heute alles umbauen für ein bisschen Geld. Aber wenn man da schon so viel einspart bei 29.900 Euro, ja, das ist ein Wort. Du hast ein Bedienfeld hier von Clever mit dabei, von CBE, kennt man ja schon, auch in den ganz großen Fahrzeugen, namhaft. Dann das Basisfahrzeug mit Klimaanlage, Schaltgetriebe 6-Gang von Citroën. Ja. Und genau. Ja. Das läuft sogar noch gut, ja. Wenn du mal gerade nochmal aufmachst und zumachst, ist vollkommen problemlos. Geht auf und zu. Waschbecken ist mit dabei. Ja, so eine Falschjalousientür, die läuft eigentlich ja immer gut. Ne? Also die könnt ihr, was weiß ich,
x-tausendmal aufmachen und die wird immer noch laufen. Das finde ich natürlich an denen viel besser. Navi war jetzt, glaube ich, nicht eingebaut, aber was, man kann ja nicht alles verlangen für den Preis. So, das kann man natürlich auch als Dusche haben, wenn man das möchte. Spiegelchen. Ja, kannst du rausholen, kannst dich duschen. Ah ja. Perfekt. Licht ist mit drin. Sitzgruppe, du kannst ruhig mal reingehen. Also wir reden über ein Auto 5,40 Meter. Das heißt, du kommst damit... Das ist natürlich auch cool. Also man kann entweder ein breites Bett sich machen, also 1,40 Meter wahrscheinlich auf 1,90 Meter. Oder man kann ein schmales Bett machen, wenn man alleine fährt und hat dann noch die Sitzgruppe direkt davor. Genial. Geniales Konzept. Üblicherweise noch auf jeden Parkplatz mit drauf. Ja, hast richtig Platz. Wir haben, ja, 45, wie ich es mir gedacht habe. Am Face-to-Face können uns hier hinsetzen. Hallo. Ein riesen... Alles drin. Wahnsinn. Riesen Kleiderschrank. Guck mal hin. Ganz krass, wie im Wohnwagen hast du einen Kleiderschrank mit drin. Wow, ja, also der ist wirklich richtig groß. Du hast richtig Platz, du kannst fast drin tanzen. Das ist wirklich so. Ein ganz, ganz toller Grund ist. Und ich habe so das Gefühl, die Möbelqualität, das ist alles nochmal verklebt zusätzlich. Du hast hier innen nochmal, siehst du, Fugen aus Silikon mit drin, die da sind. Kleines Fensterchen mit dabei, dann ist hier... Ja, ich fasse es nicht. Ja, das hier ist eine Diesel-Standheizung hier mit drin. Die kommt aus Russland, die Planar 4. Und das ist wirklich... Ja, das ist ja auch ein Wort. Ne? Also allein der Nachbau von der Diesel-Standheizung, das geht nicht so einfach. Also die muss gleich von vornherein mit eingebaut werden, denn ansonsten muss etliches raus oder muss fast alles wieder raus. Und das wird richtig teuer. Also, wow. Eine unkaputtbare Standheizung, die du hast, ja, die sich direkt das Ganze aus dem Dieseltank zieht. Dann Staufächer mit ordentlichen Scharnieren, also kein Spielzeug. 29.990 Euro. Kochfeld. Genau. Fliegenschutzgitter. Gut, jetzt sind hier natürlich einige Extras mit drin. Wir alle sind online dem Risiko gezielter Manipulation ausgesetzt. Eine häufig genutzte Manipulationstechnik ist Ruhe. Ist das mit drin? So, zwei Flammen Kochfeld hier mit dabei. Jede Menge Staufächer nochmal mit drin. Ja, und was ganz wichtig ist, du hast tagsüber auch noch richtig Platz in dem Auto, dadurch, dass die Sitzgruppe hier drin da ist. Ja, wo ja. Du dich einfach. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Also ihr könnt das Bett umklappen. Also den hinteren Bereich nach vorne klappen, so hat man ein Doppelbett und ansonsten hat man eine Sitzgruppe, eine Face-to-Face-Sitzgruppe und ein Bett. Einfach reinsetzen kannst und natürlich auf 5,40 Meter, da kann man keine Wunder warten, aber es geht und das ziehst du einfach aus, du kannst diesen Lattenrost einfach zu dir ziehen und dann wird er nochmal größer. Ja. Siehst du? Genau. Ein Teleskop-Lattenrost, sodass du binnen weniger Minuten das Ganze einfach ausbauen kannst. Großes Bett Ja, großes Bett da machen kannst. Ja. Also einfach umschlagen, dann ist das Bett groß und am nächsten Tag kannst du es einfach reindrücken und hast dann ein riesengroßes Bett zum Liegen. Also man will ja auch hier keinen Platz verschenken. Das ist wirklich clever durchdacht, also sehr gut durchdacht, wenn man das braucht natürlich mit der Sitzgruppe. Aber warum nicht, wenn man es hat? Besser haben als brauchen und wie heißt das? Besser haben als brauchen und nicht haben. Genau, so heißt es. Der da ist. So, bitte einmal drauf kurz, dass wir das mal sehen. Das ist ein riesen Querbett. Ich weiß nicht, ob... Ja, nee, dort nicht. Ganz kurz mal gerade, aber ist okay, ich sehe es. Bevor wir jetzt das Auto jetzt zerlegen. Ja, okay. Aber ein Riesenbett. So, mal schnell nochmal zurückbauen. Seitenfenster an der Seite. Also keine Ahnung, was sie vor. Ja, man hat die Seitenfenster hier und keine Heckfenster. Ist ja aber auch okay. Aber bei diesem 30.000 Euro Angebot, da werden die Leute wahrscheinlich amok gehen. Leicht zu bedienen, das haben wir. Schon gehabt, ja. Sehr oben gut. Drüber noch ein großes Fach. Haben wir eben schon gehabt. Ja, das sind wir durch. 5,40 Meter. Ja. Die haben noch mehr so Autos hier stehen. Das ist mir eben schon mal aufgefallen. Wir gehen mal kurz raus. Es ist nämlich recht umlagert. Sunny heißt das Ganze. Auf Basis Citroën mit 3,3 Tonnen. Sunny.
sah nicht. Gut, aber 3,3 Tonnen, da sehe ich dann, ja, bei 3,5 Tonnen ein Problem, denn man tankt ja noch, man fährt Sprit mit, man führt Wasser mit. Ja, und wenn man hier jetzt einen 90-Liter-Tank drin hat, ist man schon bei 3,4 Tonnen und dann zwei Personen ist man schon bei 3,5 Tonnen. Also, wie das funktioniert, weiß ich nicht. So, man kann das... Fliegen geht natürlich. Fliegen mit. So, ich guck mal gerade, was jetzt alles extra hier drin ist. Also, das Fahrzeug hat ja noch Fahrerhausverdunklung, Lamellentür im Bad, obere Schankklappen weiß, Badfenster und Transport und Papiere, also 32.690. Aber das ist ja mal ein Kampfangebot. Komm, wir gehen mal kurz auf die andere Seite, gucken uns ein paar an. Ob das ist ein absolutes Kampfangebot. Ob da noch irgendwelche anderen Sachen dabei sind. Die Lampen sind wahrscheinlich auch dabei. Die Räder auch. Ja, ich gehe mal schwer davon aus. Sind die nicht am Wagen dran. Hier, wie ist das? Das ist übrigens die Kassettentoilette. Die ist wahrscheinlich abgeschlossen. Okay. Das ist AdBlue und da hast du AdBlue und Dieseltank mit drin. Ja, gut. Ja, ist ein Nutzfahrzeug, was natürlich alle, ich sag mal, das Ding kriegst du nicht kaputt. Das ist top für das Geld. Auch sehr leise. Dann die Innenverkleidung auch ordentlich. Gutes Verdunklungssystem, ich guck mal gerade. Ja, absolut top. Also ein Citroën Jumper. Ja, klasse. Es kostet ja allein das Basisfahrzeug. Ich weiß gar nicht, was die hier... Das Basisfahrzeug kostet doch das schon. Wie geht denn das? Das ist hier schon mit drin jetzt hier. Das heißt, die Fahrerhausverdunklung, die du hier mit drin hast. Kurz mal schauen, die machst du hier einfach auf. Hast dann die Möglichkeit, dass... Genau, wie, ah ja, in einem Fächersystem. In den Fächer geht das dann auf. Und das Gleiche hast du denn hier vorne. Das kannst du einfach hochziehen. Relativ schnell. Du kannst... Jetzt hier bei dem Grundriss ist der Fahrersitz jetzt nicht zum Drehen, aber das brauchst du gar nicht, weil du ja hinten die Sitzgruppe hast. Ja, genau. Und da hast du den Beifahrersitz. Ach so, ja genau. Man hat ja hier normalerweise hinter dem Fahrer- und Beifahrersitz hat man ja die Sitzgruppe. Die hat man jetzt hinten. Okay, gut, ist halt nur ein 5,40 Meter Fahrzeug. Dadurch hat man den großen Kleiderschrank eingebaut. Denn normalerweise hat man die Fahrer- und Beifahrersitz ja drehbar, sodass man dann am Tisch sitzen kann, zu dritt oder zu viert. Ah ja. Das stimmt. Sitz zum Drehen. Wäre notwendig gesehen. Und hinten hast du den Stauraum gesehen? Was? Den Stauraum. Wow. Fahrräder kannst du mitnehmen. Ordentlich viel Platz. Das ist übrigens die Türverkleidung. Wenn du mal gerade bitte erstmal links die Tür schließt. Genau, die mal zumachst. Können wir gerade hören, wie es klingt. Ja, auch noch richtig Klack, nicht Klong. Und nochmal auf und zu. Und nochmal richtig fester schön. Ist krass. Das ist doch zur Klang, ne? Es ist ordentlich gedämmt. Sehr schön. Ja, hartes Angebot auf Citroën Jumper, Sunny. Das. So, seht ihr? Hier ist das Bad jetzt zu sehen und der Kleiderschrank, wo normalerweise die Sitzgruppe ist. Und die Sitzgruppe ist hinten Richtung Bett gebaut. Ja, genau. Aber der Preis ist trotzdem Hammer. Also das Basisfahrzeug kostet das eigentlich schon. Schild, ey. Das zieht die Leute ja magisch an. Ab 29.990 Euro inklusive Cleaneranlage. Die Pössl Group. Ja, also ein bisschen älter schon das Video, sehe ich gerade. Aber absolut top. Also dieser Preis, Wahnsinn. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das Fahrzeug gut geht, gut gegangen ist und wirklich ein genialer Preis. 30.000, wie gesagt, das kostet eigentlich das Basisfahrzeug schon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao und bis bald. Legt euch wieder hin. Euer Zusch. Vinzenz.